Dein Chef ist dir gegenüber herabwürdigend? Hier ein paar Techniken, wie du damit umgehen kannst. Diese Hilflosigkeit, die du in dem Moment empfindest, kann ich mehr als nachvollziehen. Er oder sie sind über dir und haben den Hebel in der Hand. Du musst teilweise das tun, was sie sich von dir wünschen. Sonst hast du ja Angst davor, deinen eigenen Job zu verlieren. Und da ist eine riesen Rattenschanz dahinter. Deine Familie, dein Haus, das wird ja alles verpuffen, weil du dieses Geld brauchst. Deswegen solltest du Folgendes jetzt tun. Nummer 1. Überlege dir, in welchen Momenten dein Chef sich respektvoll und anerkennend dir gegenüber geäußert hat in den letzten paar Monaten und Jahren. Ganz wichtig. Das ist nämlich das Ziel, was du haben möchtest. In die Richtung möchtest du gehen. Auch wenn es dir schwerfällt, geh einmal jetzt mit mir durch. Wann war das der Fall? Schreib dir ein paar Punkte auf. Dann machst du Folgendes. Nächstes Mal, wenn dein Chef, deine Chefin, über dich drüber fährt, dich herabwürdigend behandelt, dann zitierst du die Geschichte, die du vorab für dich vorbereitet hast. Den Moment, in dem er damals mal oder sie damals mal respektvoll war. Und erwähnst es wie folgt. Herr Chef, Frau Chefin, ich kann mich noch entsinnen, von vor einigen Jahren habe ich Sie kennengelernt gehabt und ich weiß noch, in diesem Projekt haben Sie mir sehr anerkennende Worte geschildert. Das hat mir gut getan und meiner Arbeit enorm. Damit bin ich besser geworden. In den letzten paar Wochen und Monaten ist mir aufgefallen, dass das etwas zurückgegangen ist. Ich würde gerne wissen, was genau passiert ist, damit sich das gedreht hat. Welche Fehler sind passiert und wie können wir das ändern? Ich würde sehr gerne mit Ihnen respektvoll umgehen und würde es auch von Ihnen mir wünschen. Sie wollen doch auch genauso wie ich auf Augenhöhe miteinander arbeiten, nicht wahr? Übe das und guck danach, wie du eher das so formulieren kannst, in welchen Momenten, unter vier Augen. Du wirst merken, das wird fruchten, weil Menschen wollen ungerne sich selbst in der Vergangenheit korrigieren, vor allem auch für Dinge, auf die sie eigentlich stolz sein können. Deswegen funktioniert diese Technik. Wer muss das hören, schick's gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.